Internet, Radio for you, Liga, Land und Leute. Eine knappe Testspielniederlage gegen den Zweitligisten SV Sandhausen für die Würzburger Kickers. Hier einige Stimmen zum Spiel. Peter Gurzweg von 1860 zu den Würzburger Kickers gekommen, jetzt Trainingslager gelaufen, die ersten zwei Testspiele in Würzburg so einigermaßen angekommen. Ja, auf jeden Fall. War jetzt wirklich nicht schwer, in die Mannschaft reinzukommen oder in die Stadt. Alles sehr sympathisch und auch sehr vertraut. Fast bei 16 mich auch sehr daheim gefühlt. Jetzt halt auch wieder. Also wird schnell aufgenommen und ja, bin auf jeden Fall angekommen. Freue mich, da zu sein. Ja, ich meine, durch die Regionalliga Bayern waren die Würzburger Kickers ja sicherlich eine Mannschaft, die du von 60 aus beobachtet hast und auch kanntest. Ja, auf jeden Fall habe ich die gekannt. Wir haben ja Hinspiel Spiel 2-0 gewonnen. War ich leider nicht dabei, Rückspiel auch. Ja, eine gute Truppe. Hat sie auch verdient durchgesetzt letztes Jahr in der Regionalliga und verdient auch aufgestiegen. Und ja, klasse Truppe, merke ich ja jetzt auch. Wie ist so die Meinung, dritte Liga? Ich meine, als Spieler kümmert man sich ja immer darum, schaut da immer schon mal nach oben. Ist das machbar für die Würzburger? Ja, sonst wären sie nicht aufgestiegen, schätze ich mal. Also es waren, ich glaube, wie viel, 90 Mannschaften, 5 Regionalligen und ja, 3 steigen auf, 3 haben das Glück und ja, also wenn sie es, müssen sie eigentlich schon schaffen. Also das, die besten 3 von 90 Mannschaften zu sein, hat man das auch verdient in der dritten Liga und ich glaube schon, ja, dass wir was Gutes hinbringen dieses Jahr. Würzburg Radio, ganz nah an euch dran. Internet. Radio for you. Liga, Land und Leute. Eine knappe Testspielniederlage gegen den Zweitligisten SV Sandhausen für die Würzburger Kickers. Hier einige Stimmen zum Spiel. Nico Herzig, Trainingslager ist vorbei. Die ersten beiden Testspiele. Ein 0-0, eins knapp verloren. Wie siehst du so den Anfang, jetzt den Start nach dem Aufstieg? Ja, ich denke ganz gut. Ich meine, wir haben es ganz ordentlich gemacht heute, auch gegen den guten Zweitligisten. Wir haben da lange gut Paroli geboten und ich denke mal, bis zum Ende auch ein gutes Spiel gemacht, hatten auch selbst gute Chancen. Und ja, für den Auftakt ist das recht gut. Man merkt natürlich, dass durch auch das Training natürlich eine leichte Ermüdung da ist. Wenn die Frische noch dazukommt, dann bin ich mir sicher, dann gewinnen wir auch solche Spiele. Ja, der Nico Herzig ist ja jetzt beinahe schon ein alter Würzburger, nicht? Mit dem Treffer in Saarbrücken zählt sozusagen schon zum Inventar. Kann man sagen, jetzt sind einige neue dazugekommen. Wie haben die sich so eingelebt? Ich denke, die Jungs, wenn man so durchfragt, haben sie sehr gut eingelebt. Die passen super in die Mannschaft, gute Charaktere, alles. Und ich denke, an denen werden wir noch viel Spaß haben. Und ich denke, wir haben uns auf jeden Fall auch richtig gut verstärkt. Dritte Liga, du kennst die dritte Liga natürlich aus dem FF, aus früheren Tagen. Wie siehst du da die Möglichkeiten der Würzburger Kickers? Ich denke, die dritte Liga war schon immer so eine leichte Überraschungsliga. Und ich denke, wenn wir, so wie wir das letztes Jahr gemacht haben, immer mit viel Aufwand, was wir in unserem Spiel immer betreiben, viel Laufarbeit und einem guten Spiel nach vorne. Wir haben uns immer Chancen herausgearbeitet. Wir müssen natürlich immer gucken, dass wir hinten gut stehen. Und ich denke, dann können wir auch einiges bewegen. Würzburg Radio, ganz nah an euch dran. Internet. Radio for you. Liga, Land und Leute. Eine knappe Testspielniederlage gegen den Zweitligisten SV Sandhausen für die Würzburger Kickers. Hier einige Stimmen zum Spiel. Christopher Wieber, hartes Trainingslager gelaufen, die ersten beiden Tests. Wie ist so das Gefühl jetzt? Ja, ganz gut. Haben jetzt heute leider verloren, noch 1-0, aber haben, denke ich, gut mitgehalten. Ja, ich meine, du hattest auf dem Fuß gehabt, hättest eventuell ja auch in Führung gehen können und dann noch der Pfostenschuss, da wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen. Ja, vielleicht, aber ich hoffe, dass dann in der Saison klappt. In den Testspielen ist nicht ganz so wichtig. Alles klar, danke dir. Bitte. Bernd Hollerbach, nach dem Trainingslager 2 Testspiele jetzt gelaufen für die Würzburger Kickers. Knappe Niederlage heute. Wie siehst du das Ganze im Moment? Ja, ich habe ja gesagt, wir arbeiten jetzt gut, wir bereiten uns gut vor. Es war heute ein guter Test.
Wir haben noch andere Zweitligisten, ne? Wir wollen uns an den Besten messen, die Spiele bringen uns nach vorne. Es war ein gutes Spiel von meiner Mannschaft und ja, das eine oder andere Tor hätten wir auch machen können. Ja, gerade in der ersten Halbzeit hätte er mit dem Pfostenschuss und der Chance von Bibo hätte er auch in Führung gehen können, auf der anderen Seite Sandhausen auch. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man da spielerisch und gerade hinten gut steht und mithalten kann. Vor allem die erste Halbzeit waren wir sehr gut organisiert, da haben wir kaum was zugelassen. Das war gut und ja, wie gesagt, wir haben 1, 2 oder 3 jetzt vom Russ auch eine Riesenchance gehabt, wo der Torwart klasse hält. Die auch. Das war heute ein guter Test und ich bin sehr, sehr zufrieden. Die Neuen, gut angekommen in Würzburg, gibt es da schon, kann man natürlich noch nicht allzu viel sagen, aber ich glaube, so einiges hat sich da schon gut eingelebt. Ja, wie gesagt, wir waren jetzt im Trainingslager, die Neuen sind integriert und die haben die Sache heute auch sehr gut gemacht und ja, ich glaube, die passen auch wieder zu uns. Also, wir haben wieder eine ordentliche Truppe. Würzburg Radio, ganz nah an euch dran. Internet, Radio for you, Liga, Land und Leute. Eine knappe Testspielniederlage gegen den Zweitligisten SV Sandhausen für die Würzburger Kickers. Hier einige Stimmen zum Spiel. Daniele Naci, Würzburger Kickers, jetzt so langsam angekommen. Trainingslager war ziemlich hart. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben viel gemacht, sehr viel geschwitzt. Aber das brauchen wir auch, weil wir wollen ja erfolgreich sein. Ja, die erste Woche hinter uns. Ich denke, bis jetzt können wir zufrieden sein. Heute war auch ordentlich, aber man merkt, die Beine sind noch schwer. Wir brauchen ein bisschen Zeit, aber auf jeden Fall sieht gut aus. Sie haben jetzt zuletzt ein Jahr in Ungarn gespielt, richtig? Und ist da ein großer Unterschied zu Deutschland hier? Wie ist das Ganze in Ungarn? Ja, auf jeden Fall. Also alles, was halt das Umfeld betrifft, ein Riesenunterschied. Ist halt eben einfach die Stadion und die Mannschaften, die Fans in Deutschland ist einfach ganz anderes. Ich freue mich einfach wieder hier zu sein. Und es war eine Erfahrung, was ich gemacht habe. Hat nicht geklappt. Ich bin, wie gesagt, aber sehr froh, wieder hier zu sein, Deutscher zu sein. Zwei Fragen dazu. Würzburg, die Stadt einmal und dann natürlich die Mannschaft. Gut angekommen, wie gefällt es Ihnen? Also vom Würzburg habe ich noch nicht so viel gesehen, weil wir erst Donnerstag wieder zurückgekommen sind aus dem Trainingslager. Und da war ich erst einmal froh, einen Tag frei zu haben und zu liegen. Dazu kann ich nicht so viel sagen, aber zur Mannschaft, ich bin positiv überrascht. Die Jungs sind sehr super, sehr nett, guter Fußballer. Es wird auf jeden Fall Spaß machen hier. Was wird die Mannschaft für eine Rolle in der dritten Liga spielen? Wie schätzen Sie das ein? Ja, das werden wir sehen. Dafür ist einfach noch zu wenig Zeit vergangen. Und brauchen wir noch ein bisschen Zeit, um das zu beantworten. Dankeschön. Gerne. Würzburg Radio. Ganz nah an euch dran.